Mein Name ist Sabine Pichacek. Ich bin die Inhaberin der Buchhandlung Junius. Und was wir dieses Jahr erleben, das hätten wir uns nie träumen lassen. Eine kleine, ruhige Buchhandlung in einer Seitenstraße. Und die ist auf einmal geschlossen. Und wir stellen um auf Versandbuchhandlung. Guten Tag, mein Name ist Roman Schmitz vom Modehaus Schmitz hier in der Gelsenkirchener City. Ich stehe in unserem leider jetzt leeren Modehaus. Eine etwas bizarre Situation, aber so geht es uns wie allen anderen auch im Moment. Ich bin die Gitte Jungmann von Leder Jungmann. Auch wir sind betroffen davon, das Geschäft schließen zu müssen seit dem 18. März, genau heute 3 Wochen. Mein Name ist Ruth Hohmann, ich bin Inhaberin von Hallo Genial in Gelsenkirchen. Unser Laden wurde behördlich geschlossen, das ist natürlich sehr schade. Ja, hallo, ich bin's, die Graziella. Ich wollte euch nur sagen, dass wir jetzt mitnehmen machen können, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir alle gut durch diesen Spuk durchkommen, weil ja, es ist eine schwierige Situation für uns, aber Hauptsache, wir bleiben alle gesund. Ja, Versandbuchhandlung ist trotz allem nicht unser Ding. Also ich finde es einfach schöner, wenn die Leute hier im Laden sind, wenn sie sich umgucken können und wenn ich auch mit ihnen mal sprechen kann und ihnen was richtig von Angesicht zu Angesicht empfehlen kann. Also ich sehne die Endzeit von Corona jetzt schon herbei, aber mal gucken, wie lange es dauert. Vielleicht haben wir ja Glück und die kleinen Geschäfte dürfen doch in absehbarer Zukunft aufmachen. Wir haben einen Telefonservice, wir haben einen WhatsApp-Service, wir sind im Social-Media-Bereich auf Facebook und Instagram und natürlich das Wichtigste für uns im Moment, und da sind wir heilfroh, dass wir einen eigenen Online-Shop unter schmitz-mode.de haben, wo auch die Gelsenkirchener Kundinnen im Moment schon bestellen und uns in sehr schwierigen Situationen unterstützen. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle herzlich mich bedanken. Ja, und da würde ich mich natürlich freuen, Sie bald wieder hier im Modehaus begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich, bleiben Sie gesund und bis hoffentlich bald. Ja, da haben wir am ersten Tag gedacht, okay, unfreiwillig, was machen wir jetzt? Und haben uns schnell was einfallen lassen und haben dann einfach über unsere sozialen Kanäle wie Facebook, Instagram, über unsere Homepage, über unsere Kunden, denen mitgeteilt, wir sind noch da, ihr dürft zwar nicht ins Geschäft kommen, aber wir liefern aus, wenn ihr wollt, kostenlos, kontaktlos. Ich finde den persönlichen Kontakt immer toll. Viele haben Fragen, was ist mit der Größe, was ist mit den Schuhen oder mit der Tasche und welche Maße, Farben, wir schicken Fotos. Also wir machen eigentlich alles, was möglich ist, solange bis wir wieder öffnen dürfen. An dieser Stelle würden wir euch ganz viel Gesundheit wünschen wollen und dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Wir haben aber eine Lösung gefunden mit der netten Rosenapotheke, dass wir zusammenarbeiten können. Das heißt, hier kann durchs Fenster eingekauft werden und wir liefern dann in die Rosenapotheke nach 13 Uhr aus. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache und da freuen wir uns drüber, auch über die Zusammenarbeit mit den Geschäften. Wir freuen uns natürlich, wenn wir wieder geöffnet haben, dass Sie uns treu geblieben sind und wieder bei Hallo Genial einkaufen kommen. Bis dahin bleiben Sie gesund, vielen Dank für Ihr Vertrauen und wir freuen uns auf Sie. Ich drücke euch die Daumen, weil in Italien habt ihr alle gesehen durch die Medien, wie schlimm das ist. Ich hoffe nicht, weil ich denke mir, Deutschland hat ein gutes Gesundheitssystem und das wird schon gut gehen. Ne? Tschüss, bis bald.